Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Kron. Heute mit einer neuen Gastrezensentin, die Leia. Und wir reden heute über Rauf und Runter, oder? Ja. Ja? Eins von deinen Lieblingskinderspielen? Ja. Du spielst es total gerne, oder? Ja. Und was gefällt dir so gut daran? Ja, beide. Beides? Was meinst du dass damit, dass oben und unten gibt? Ja. Dass man oben rumlaufen kann und unten rumlaufen kann. Mhm. Dass man zwei Figuren hat und so. Sollen wir mal eine Partie spielen? Ja. Ja. Mal gucken, wer gewinnt. Uzi. Was für eine Farbe willst du sein? Blau? Ja. Warte, ich bin blau. Dann bin ich grün. Mhm. Wie viele Freunde sollen wir besuchen? Vier? Drei? Ja. Drei? Ich habe nur eins. Drei. Drei. Und den ersten darfst du gleich umdrehen. Dann kannst du gleich mal gucken, wen du besuchen willst. Ich besuche den Käse eigentlich. Und da gibt es noch hier diese Sonderplätze. Hey. Ja, warte, wir brauchen ja auch den Boden hier. Weil da setzen wir das ja mit rein, oder? So. Der mit dem Helm kommt nach unten, ganz genau. Dann stell mal deinen da ins Eck. Die werden da nämlich jetzt so einen oben drauf, oder? Wo willst du hin? Auf das? Und der andere nach unten. So, dann fange ich hier an. Mhm. Der mit dem Helm kommt nach unten und der andere nach oben. Hab den Helm. Tschick. So? Ich dann an. Oh, so. Warte mal. Das sind die ganzen anderen Freunde, die wir nicht besuchen. Warte mal. Die beiden brauchen wir auch nicht. Jeder kriegt noch ein Spezialplättchen. Ich habe eins, wo ich zwei... Ich darf durch die Mauer. Du darfst durch eine Mauer durchlaufen. Ich darf zwei extra Schritte laufen mit meinem, wenn ich möchte. Deins ist cool, oder? Da kannst du doch eine Hecke durch. Hä? Okay. Du hast es dann immer, einmal und noch einmal. Hast du schon einmal und noch einmal? Ja. Schon so oft? Dann fängst du an. Und zu wem musst du? Zum Käfer? Oh, ich muss auch zum Käfer. Wir müssen beide zum Käfer. Du bist ja viel näher dran. Und guck mal, du kannst ja vor allem durch die Hecke nachher gleich laufen, wenn du willst. Hier eins, zwei wahrscheinlich, oder? Mhm. Und dann bist du nur noch ein Feld vom Käfer weg. So, mal gucken, was ich habe. Eine Eins. Ich laufe nur eins weit. Eine Drei. Und gibst du jetzt dein Blättchen ab und gehst gleich durch die Wand durch. Jetzt kannst du durch die Hecke durchlaufen und bist bei deinem Freund. Da ist jetzt dein Zug allerdings zu Ende. Das was ich jetzt machen. Also kannst du ihn jetzt wegmachen, genau. Und dann musst du noch zum Erdloch. Und dann wird es umgedreht. Du ja? bist. Ich bin und ich habe eine Zwei. Meinst du, ich schaff's noch zu dem? Ich muss auch noch zu dem, bevor alles umgedreht wird. Ja, ich geh's dann um. Okay, du bist... Dann sagst du Anton immer. Eine Eins. Ha, du musst jetzt aber noch zum Erdloch zurück. Und du brauchst auf jeden Fall, vielleicht schaffe ich es noch, aber ich glaube, es ist zu weit. Es sind sechs Schritte. Muss ich weiß. Noch. Und du willst jetzt wahrscheinlich zum nächsten Erdloch zurück, ja. oder? Ja. Nein. Ich habe nur eine Zwei. Ich versuche es auch noch zu schaffen. Wenn du jetzt wieder eine Eins würfelst, dann könnte ich es vielleicht noch schaffen. Nehmen wir ein Drei, ich hab was. Du hast wieder eine Eins. Ich muss nur noch eine Eins gessen. Ich habe eine Zwei. Ich muss dann immer noch nur noch eine Eins. Zwei, wir dürfen sogar aufs gleiche Feld. Und guck mal, jetzt gebe ich mein Plättchen auch ab. Dann darf ich zwei extra Schritte laufen. Eins, zwei. Ich habe es auch noch geschafft, meinen Freund zu besuchen. Gut, oder? Hallo, Tisch. Bist du mein Freund? So, jetzt bin ich gespannt, wen wir als nächstes besuchen. Jetzt schaffst du es bestimmt zum Erdloch. Ja, hast du wieder nur eine Eins. Ich muss auch und was passiert jetzt? Jetzt um, jetzt um. Mhm. Ah, du bist Anton. Jetzt ist denn ich um den Tag. Dann darf ich anfangen, oder? Ja. Und jetzt schauen wir erstmal, zu welchem Freund wir als nächstes müssen. Ich muss zum Chamäleon. Ich muss zur Maus. Mein Chamäleon ist gleich hier, da habe ich Glück. Und du hast aber auch Glück, deine Maus ist gleich hier. Oh, da müssen wir uns beeilen. Nee, hier ist eine Maus. Ja, aber du brauchst mit einer 3, kannst du gleich hin. Oh. Eins, zwei. Du. Eins. Okay. Ich muss es jetzt zum... Kannst du auch mal zeigen, dass man mal sieht? Hier. Wo die Maus ist. Leia, du musst da zur Maus. Die Maus.
Hier, du musst da, hier, wo hier genau, ist die Maus. Auf der Rückseite, genau. Aber hier musst du, ja, hier zum hier Maus und ich zum Chamäleon. Das sind beide noch zwei Felder weit entfernt. Hm. So, okay, jetzt bin ich dran. Eine 3. Bin bei meinem Freund. Und du hast eine 2. Du bist auch bei deiner Maus. Hast du auch geschafft. Mal gucken, wer am schnellsten zurück beim Erdloch ist, oder? Ich bin dran, du warst ja gerade. Eine 2. 1, 2. Ja, zwei. Dann bist du nicht. Du bist aber nur 3 Schritte vom Erdloch weg. Nee, du lachst mich jetzt nicht. Eine 3. 1, 2, 3. Wir haben es beide geschafft, aber jetzt bin ich am Erdloch und es wird wieder umgedreht. Ne, warte, aber ich bin doch beim Erdloch. Und Achtung. Wo musst du hin? Der Maus. Nochmal zur Maus, ich muss nochmal zum Chamäleon. Warte. Was machst du da? Wie oft würfelst du denn? Na, ich hab nur leise getestet. Du bist dran. Eine 2. Schnell Richtung Maus. Wo ist denn? Nee, warte, die Maus ist hier unten. Aber ich habe mir jetzt nicht gefallen. Doch, du kannst an mir vorbeilaufen. 1. Noch 1 weiter, oder? Genau. Wo muss ich? Zum Chamäleon. Das ist da hinten. Ich habe auch eine 2, dann laufe ich mal los. Bist du wieder dran? Du schaffst es noch zur Maus. Nur noch 4 Felder. Eine 2. Guck ich nochmal. Ich habe nur eine 1, Lea. Oh. Du brauchst nur noch eine 2, dann bist du bei der Maus. Oh, du hast es geschafft. Aber ich habe gewonnen. Nee, du musst noch zum Erdloch zurück. Ja. Du musst noch zu einem der Erdlöcher zurück. Und dann hast du gewonnen. Dann hast du gewonnen. Ja. Mal gucken, ob ich es schaffen kann. Oh, ich bin aber noch nicht mal beim Chamäleon und du brauchst nur noch eine 3. Dann bist du beim nächsten Erdloch. Ja. Dann hast du gewonnen. Und ah, eine 1. Jetzt schaffe ich es auf jeden Fall zum Chamäleon. Jetzt habe ich eine 3, aber ich muss ja bei meinem Freund anhalten. Habe den auch gesucht. Oh. Und du bist beim Erdloch. Du hast gewonnen. Gewonnen. Ja. Du hast gewonnen. Und jetzt, da ist der du noch an dem Erdloch bist, spiel dir nochmal. Spielen wir nochmal? Ja. Gefällt dir das Spiel rauf und runter? Ja. Was gefällt dir so gut dran? Alles. Alles. Und was gefällt dir am besten? Dass man das umdrehen kann. Dass man das umdrehen kann, gefällt dir gut? Ja. Dass es einmal oben und einmal unten ist? Mhm. Ja? Und dass du oft gewinnst, gell? Ja. Also findest du rauf und runter ein tolles Spiel? Ja. Würdest du das auch anderen Kindern empfehlen? Ja. Ja? Rauf und runter. Die Savanne steht Kopf. Kinderspiele für Groß und Klein. Ab 5 Jahren wird es empfohlen, aber du bist doch noch gar keine 5 Jahre. Mm-mm. Wie alt bist du? 3? Also ich würde sagen, ab 4 eigentlich. Wir müssen dir auch ab und zu ein bisschen helfen, aber du hast echt wahnsinnig viel Spaß damit und willst das die ganze Zeit spielen. Ja. Rauf und runter. Beim Ravensburger Spieleverlag erschienen und das Ganze ist ein Spiel von Inka und Markus Brandt. Ja, die machen nicht nur Village, die machen auch Kinderspiele ab und zu. Gell? Village hast du noch nicht gespielt, oder? Mhm. Nee. Kannst du spielen? Das Village? Ja. Nee, das ist ja für Erwachsene. Das ist ein Erwachsenenspiel. Das ist noch zu kompliziert, glaube ich.